So, liebe Gudrun, Slot 3 von der Diversity and Inclusion Week. Wie lässt sich dein Thema mit der gesamten Konstrukt zusammenbinden? Vielen Dank, Giulio. Ja, ich werde versuchen, die Fäden zusammenzunehmen von den zwei vorhergehenden Inspiration Sessions und jetzt die dritte Food for Thought Session und auf die Organisations- oder Unternehmensperspektive zu wechseln. Ich teile mein Bildschirm. Ist noch nicht da. Mal schauen, ob es irgendein Problem gäbe. Ist er sichtbar? Nein, noch nicht, Gudrun. Nochmal? Ja, jetzt. Jetzt. So. Also. Genau, der Titel ist Die bessere Wahl. Und wie gesagt, wir haben von Florian vorher gehört, eine kritische Reflexion auf Authentizität. Ich war wirklich sehr froh um deinen Input, Florian, weil ich habe ein permanentes Unbehagen, wenn jemand zu mir sagt, sei einfach authentisch. Eben in welcher Rolle, in welchem Kontext bin ich genau wie authentisch und was mag mein Umfeld verleiden an Authentizität von mir. Also insofern super, vielen Dank für diesen Input und eben auch der Perspektivenwechsel von Jamie ganz zu Beginn, dass es auch manchmal wichtig ist, eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, Leute, das ist unser Ziel, das ist die Kultur, die wir wollen und da gibt es rote Linien. Und wenn du da gewisse Spielregeln in Bezug auf Inklusion nicht einhältst, dann bist du eben in unserer Organisation vielleicht nicht die richtige Person. Du magst dann sehr gut in einen anderen Kontext passen, aber eben nicht bei uns. Also, ich freue mich, dass Sie noch Lust haben, die dritte Food for Thought Session zu hören und freue mich vor allem dann auf Ihre Kommentare und Fragen im Chat. Nochmal ganz kurz auch in Erinnerung zum Gesamtprogramm. Wir haben ja als Oberthema quasi Inklusion, Exklusion und vor allem auch nicht sichtbare Exklusion, die eben sehr wohl eine sehr große Rolle spielen kann, wie wir mit Kollegen und Kolleginnen umgehen. Und Giulio wird nachher auch noch einen Ausblick auf den morgigen Tag geben. Darum greife ich da jetzt nicht vor, aber bitte beachten Sie das Programm auf der Website und die einzelnen Slots, dass Sie nichts verpassen. Für die, die nicht von Beginn an dabei waren, ganz kurz. Ich bin Professorin, Titularprofessorin für Betriebswirtschaftslehre an der Uni St. Gallen und Leiterin, Direktorin der Forschungsstelle für internationales Management und des Competence Centers for Diversity and Inclusion. Beides in einer geteilten Führung, also im Job-Sharing, kann das nur wärmstens empfehlen. Macht sehr viel Spaß und gibt auch sehr viel Inspiration. Ich möchte mich an der Stelle auch ganz kurz bei all unseren Sponsoren und Sponsorinnen bedanken, ohne die diese Woche nicht möglich wäre, nicht in der Form. Und mit dem Aufwand, den wir hier betreiben dürfen, eben weil wir die Sponsoren im Hintergrund haben. Nun, zu meinem Teil. Die bessere Wahl habe ich es übertitelt und Sie werden dann hoffentlich am Schluss verstehen, woher der Titel rührt. Ich schließe hier nahtlos an die letzte Folie von Florian, der auch den Pinguin, glaube ich, drauf gehabt hat. Und möchte hier das Pinguin-Prinzip von Eckhard von Hirschhausen in Erinnerung rufen. Sie kennen ihn vielleicht oder haben schon mal davon gehört. Menschen ändern sich nur selten komplett und grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wirst, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange hadern, sondern bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte und finde dein Wasser und dann spring und schwimme. Weil jetzt bist du nämlich in deinem Element. Also hier das Zusammenspiel zwischen Kontext, zwischen Kultur, Strukturen, in denen ich mich wohlfühle und wo ich besser oder schlechter reinpasse und mich dann eben nicht komplett verbiegen muss, um als Pinguin ja, in der Steppe zu überleben oder auf Bäume zu klettern. Ein ähnliches Zitat, das noch eine andere Facette zeigt, stammt von Albert Einstein, der mal gesagt hat, if you judge a fish by its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing that it is stupid. Also es hat dann eben auch einen negativen Impact auf uns selber, wenn wir uns permanent in der falschen Umgebung, im falschen Kontext, in der falschen Kultur versuchen zu verbiegen und anzupassen. Das hat eben viel mit auch Erwartungshaltungen zu tun, Rollenerwartungshaltungen, wie Florian vorher ausgeführt hat. Für bestimmte Jobs, Aufgaben sind bestimmte Erwartungen im Raum. Ich kann mich innerhalb dieser Boundaries bewegen. Ich kann auch links und rechts ein bisschen drüber hinausgehen und quasi die Erwartungshaltungen ajustieren, aber wahrscheinlich nicht komplett auf den Kopf stellen. Und ich möchte hier noch ein bisschen einen historischen Rückblick machen, der ideale Mitarbeiter. Und ich habe hier sehr bewusst die männliche Form gewählt und die Realität. Der ideale Mitarbeiter war lange Zeit ein Mann, in der Regel Vollzeit erwerbstätig. Nicht zu vergessen, dass dieses Vollzeit auch historisch gesehen immer wieder variiert, was das ist mit der gesetzlich vorgeschriebenen Wochenarbeitszeit oder je nachdem, in welchem Beruf Sie tätig sind. Als Ärztin haben Sie eine 50-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit. Wenn Sie in Belgien arbeiten, in einem normalen Office-Job, haben Sie 36-Stunden-Woche. Da ist ein bisschen ein Unterschied. Der ideale Mitarbeiter hatte auch oftmals entweder eine Partnerin an der Seite, die ihm die Care-Verpflichtungen abgenommen hat, oder er war sowieso entbunden von Care-Verpflichtungen, weil er young, free and single war zum Beispiel, und blieb häufig relativ lange entweder in der gleichen Organisation oder zumindest in der gleichen Branche. Und seine Entwicklung, seine berufliche Entwicklung, seine Karriere ging in der Tendenz immer irgendwie ein Stückchen nach oben. Also das ist so das Bild vom Ideal Worker, das man immer noch sehr stark, je nachdem, im Kopf haben. Und entsprechend haben sich auch die Arbeitskulturen, die Strukturen und Prozesse in den Organisationen quasi unbewusst oder bewusst an diesem Bild des Ideal Workers orientiert. Und je nachdem sind wir hier gefordert, ein paar Veränderungen zu machen. Und ich möchte zuerst eine Slido-Frage an Sie stellen. Und zwar habe ich mal nachgeschaut beim Bundesamt für Statistik in den 70er Jahren, wie die Haushalte mit kleinen Kindern in der Schweiz organisiert waren. Und Sie können da jetzt den Code scannen und mir die Frage bitte beantworten. In den 70er Jahren waren 3/4 der Haushalte in der Schweiz in einer traditionellen Rollenteilung organisiert. Das heißt, es waren die Männer vollzeiterwerbstätig und die Frauen haben sich ausschließlich um Haushalt und Kinder gekümmert. Wie viel Prozent, schätzen Sie, sind heute so organisiert? Ich sehe, dass da die ersten Antworten reinkommen. Warte noch einen kleinen Moment. Es sind jetzt gut 50 Antworten da. Ah, jetzt kommen noch ein paar. Es sind doch über 100 Leute dabei, sehe ich. Ich gebe noch ein paar Sekunden für die Antwort. Ja, kommen noch ein paar rein. Gut, ich spanne Sie nicht länger auf die Folter, aber Sie liegen ziemlich ziemlich falsch. Also was ich sehe in den Polls ist, dass 42% meinen, es sei immer noch zwischen 40% und 60%. Ein Drittel sogar glaubt, es ist immer noch zwischen 60% und 75%. Und unter 20% glauben nur 8%, und die liegen richtig. Es hat sich viel verändert in der Schweiz seit den 70er Jahren.
Sie sehen hier, grün eingekreist, das ist dieses traditionelle Rollenteilungsmodell. Und nach Alter der Kinder schrumpft es von knapp 19% auf 12%. Also es ist eine Minderheit, die so organisiert ist. Und Sie sehen auf dieser Abbildung aber auch gleichzeitig das, was heute normal ist. Das sind die nächsten beiden Kuchenstücke. Und es ist Mann Vollzeit und Partnerin Teilzeit. Und zwar einerseits bis 50% und andererseits über 50%, ungefähr je zur Hälfte. Je älter die Kinder werden, umso eher geht es über 50% raus. Und es macht einen ziemlichen Unterschied, ob ich, sagen wir mal, 70, 80 oder 40, 50% erwerbstätig bin oder nicht erwerbstätig. Ich brauche andere Strukturen, ich brauche eine andere Kultur, die mir das möglich macht. Und insofern sind wir eben auch gefordert, diese Normalitäten von Zeit zu Zeit zu checken. Also die Bilder, die wir im Kopf haben, vielleicht auch gebiaste Bilder, die wir hier im Kopf haben, und unsere Normalitätsvorstellungen wieder mal kritisch zu reflektieren und bei Bedarf entsprechend anzupassen. Wir haben nämlich heute in den Schweizer Unternehmen, und hier wirklich nur ein paar wenige Fakten, sehr viel heterogenere Belegschaften als eben in den 70er Jahren. Ein Drittel sind ausländische Mitarbeitende. Ja? Dann eine hohe Erwerbsbeteiligung von den Frauen, das haben Sie schon gesehen. Also die wenigsten sind nicht erwerbstätig, immer noch etwas weniger wie die Männer, aber doch sehr hoch, und wir haben zurzeit 4 verschiedene Generationen bei uns in den Organisationen und Unternehmungen am Arbeiten. Und das führt nicht nur zu mehr, wie wir es im Fachjargon nennen, Oberflächen-Diversity oder Surface-Level-Diversity, also eben, wenn wir typischerweise zählen, wie viele Frauen, wie viele Ausländer, Ausländerinnen, in welchen Altersgruppen und so weiter, sondern auch zu mehr Deep-Level-Diversity, was eine zusätzliche Herausforderung für die Zusammenarbeit bedeutet. Also denken Sie nur an die unterschiedlichen Generationen in Bezug auf Arbeitserfahrung natürlich, aber auch Arbeitspraktiken. Wie arbeiten wir zusammen? Wie kommunizieren wir miteinander? Nebst natürlich allenfalls Einstellungen, aber auch, also eben, wenn Sie auch hier wieder an die verschiedenen Generationen denken, allenfalls unterschiedliche Einstellungen in Bezug auf Work-Life-Balance, was ist wichtig im Leben, welche Werte vertreten Sie, wie wollen Sie sich zum Beispiel in der Care-Arbeit engagieren, etc. Und den Punkt, den ich heute sehr dezidiert hier bringen möchte als Inspiration, ist, statt weiter Krücken und Brücken für alle Anführungszeichen nicht idealen Mitarbeitenden zu bauen, braucht es meiner Meinung nach eine Anpassung von Arbeitskulturen, von Strukturen und Prozessen und damit verbunden auch vom Führungsverständnis, dass sich eben mehr Menschen inkludiert und zugehörig fühlen in einer Organisation. Warum, ich nenne es jetzt mal etwas salopp, diese Pflästerli-Maßnahmen auch gefährlich sein können, möchte ich Ihnen an einem aktuellen Beispiel ausführen, das mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat. Und zwar haben Sie vielleicht gesehen, in den Social Medias, aber auch in den normalen Medien, Anführungszeichen, in den Massenmedien, Diskussionen, ob es Menstruations- und Menopausenfreitage in den Firmen braucht. Und einige internationale Konzerne sind vorgeprescht und erlauben das oder geben solche Freitage. Spanien hat das sogar auf nationaler Ebene eingeführt, also 8 Stunden pro Monat. Sie sehen dann auch, was journalistisch passiert. Aus 8 Stunden pro Monat werden 5 Tage pro Monat im nächsten Artikel. Und entsprechend gab es da eine sehr hitzige Diskussion. Ich persönlich finde das sehr gefährlich und problematisch, und ich möchte Ihnen das begründen, warum. Mein erstes Argument ist, wir schreiben mit diesen Menstruationsfreitagen, Menopausenfreitagen Frauen wieder einmal mehr auf ihre Biologie fest. Also ich bin sehr, sehr pointiert hier. Frauen quasi sind entweder, fallen sie aus, weil sie menstruieren, weil sie schwanger sind, im Mutterschaftsurlaub sind, stillen oder eben dann in der Menopause. Ja?
Ich höre nie Diskussionen in Organisationen, wie Männer hormonell gesteuert sind, wie sie in Burnout reinlaufen, wie sie die Midlife-Crisis überstehen und so weiter und so fort. Das ist also eine reine Zuschreibung der Frauen wieder auf ihre Biologie. Und damit zementieren wir das Narrativ der nicht leistungsfähigen Frau. Weil eben zuerst fällt sie aus wegen Menstruationsbeschwerden, dann wegen Schwangerschaft, dann wegen Menopause. Und insofern ist der Schluss naheliegend, wir können ihr keine verantwortungsvollen Top-Management-Führungspositionen geben. Ist ja nicht voll leistungsfähig. Wollen wir dieses Narrativ weiter bedienen, ist meine Frage. Es führt auch zu einem sehr ungesunden Self-Group-Distancing innerhalb der Gruppe der Frauen. Weil sozusagen, wenn ich in dieser eben für mich vielleicht nicht ganz passenden Kultur irgendwie weiterkommen will, dann muss ich mich ganz stark distanzieren von den Anführungszeichen anderen Frauen, die eben genau all das in Anspruch nehmen, die alles liegen und stehen lassen, wenn das Kind krank ist und so weiter. Also wenn ich weiterkommen will, muss ich dann immer sagen, ja, ich bin nicht so, ich bin anders, ich bin verantwortungsbewusst, ich bin leistungsfähig. Und das führt zu diesem typischen Self-Group-Distancing. Und das passiert nur in Kulturen, die eben einerseits sehr einseitig männerdominiert sind und andererseits gleichzeitig, und das ist das Matchentscheidende, sehr stark abwerten, bewusst oder unbewusst abwerten, was Frauen machen. Es führt auch zur Selbstoptimierung und Selbstausbeutung, weil wenn ich ja nicht in dieses System reinpasse, dann muss ich und permanent die Schuld bei mir suche, dann bin ich dauernd am Schauen, wie kann ich noch besser werden, noch effizienter, was kann ich noch für Weiterbildung machen, wie kann ich mich noch diesem oder jenem Netzwerk anschließen, mich optimieren und damit selbst ausbeuten am Ende, um in ein System reinzupassen, das eigentlich nicht für mich gemacht ist. Wir haben übrigens hier als Hinweis noch eine ganz tolle Session mit Nilima am Freitagnachmittag, die hier aus ihren eigenen Studien aus der psychologischen Sicht berichtet, was Frauen hier für Coping-Mechanismen entwerfen und wie sie versuchen, eben wirklich über eine eher ungesunde Selbstausbeutung und Selbstoptimierung in für sie nicht passenden Systemen erfolgreich zu sein. Und das Allerschlimmste ist, wir halten ja damit mit dieser Pflästerli-Politik wie Menstruationsfreitagen ein unpassendes System weiter am Leben, das für viele eben nicht passt oder eine unpassende Kultur. Wem nützt das wirklich? Ich bin jetzt mal etwas zynisch. Das nützt genau denen, die jetzt privilegiert an diesen Machtpositionen sitzen. Weil es ist natürlich sehr viel einfacher zu sagen, ah ja, klar, da habt ihr noch 5 Tage Menstruationsurlaub und dann ist wieder Frieden. Und gleichzeitig kann man ja damit eben dann sagen, ja, aber weißt du, ist nicht so zuverlässig, können wir nicht befördern. Für so eine verantwortungsvolle Position brauchen wir schon jemanden, der immer da ist. Was ist die bessere Wahl? Vor allem, wenn ich hergehe, und das wäre mein Statement hier, dass Diversität Inklusion folgt und nicht umgekehrt. Ja? Also wir launchen morgen die Ergebnisse des neuesten Gender Intelligence Reports und auch dort werden Sie sehen, ist das ein wichtiges Thema, das wir aus den Daten sehen. Also Firmen, Organisationen, die Inclusion in den Vordergrund stellen, sind in der Tendenz erfolgreicher, als wenn sie Anführungszeichen ausschließlich auf Diversität setzen. Weil vielfach gerade die Führungsebenen dann nicht verstehen, warum soll ich jetzt genau eine 55-Jährige einstellen, wenn bei mir alles prima läuft im Team. Also Sie sehen diesen Aspekt nicht von der Diversität und dem Mehrwert für Diversität, sondern quasi der Zugang über Inklusion zieht dann in der Regel mehr Diversität nach sich. Warum ist das die bessere Wahl und was braucht es dazu? Also aus meiner Sicht braucht es dazu sowas wie eine Inklusionskultur. Ich komme gleich noch dazu, was ich darunter verstehe. Es braucht vor allem auch inkludierende Strukturen und Prozesse, die eben für mehr Leute passen und nicht nur für eine bestimmte oder wenige Gruppen. Und es braucht auch ein anderes, ein inklusiveres Führungsverständnis. Auch da sage ich gleich noch was dazu, was ich darunter verstehe. Starten wir mit der Inklusionskultur. Unter Inklusionskultur
verstehen wir, in welchem Maße sich Mitarbeitende zu einem Team oder einer Organisation zugehörig fühlen. Also ich fühle mich als Teil des Teams, der Firma, und ich werde gleichzeitig wertgeschätzt in meiner Individualität. Ich sage jetzt extra nicht Authentizität, sondern in meiner Individualität, das, was mich vielleicht auszeichnet, wo ich vielleicht eine Ecke und Kante habe, das muss ich nicht wegkaschieren komplett. Gerade historisch, wenn wir zurückblicken, so vielleicht 20 Jahre, haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel besonders die wenigen Frauen, die es nach ganz oben geschafft haben, sehr stark sich angepasst haben. Das heißt, die fühlten sich zwar zugehörig zur Organisation, zur Firma, zum Team, aber haben dann eben sehr stark dieses Self-Group-Distancing gemacht, mussten sich extrem anpassen. Sie kennen all die Sprüche, die ist schlimmer als jeder Mann. So um zu sagen quasi, ja, die unterstützt nicht andere Frauen. Und das ist genau der Punkt dieses hohen Anpassungsdrucks an eine dominante Kultur, also wo diese Individualität dann völlig auch auf der Strecke bleibt. Und auf der anderen Seite eher ein neueres Thema, was kommt einerseits durch Themen wie Ethnicity, Race oder LGBTQI+-Community, dass wir vielleicht in Teams oder Organisationen Menschen aus diesen Gruppen haben, aber sie nicht wirklich sich dazugehörig fühlen. Also so, wir schmücken uns dann ein Stück weit mit ihnen, aber sie fühlen sich nicht wirklich inkludiert und zugehörig. Also Inklusion, wenn beides erfüllt ist. Jetzt würde ich Sie bitten, die folgende Frage zu beantworten. Können Sie mir relativ assoziativ sagen, wie fühlt sich für Sie eine gelebte Inklusionskultur an? Also woran würden Sie das erkennen? Woran würden Sie das festmachen? Sie können wieder den Code scannen. Und Sie können wieder einfach ein Stichwort oder Formulierung, was für Sie passt, reinschreiben. Ich sehe schon, da kommen verschiedene Sachen rein. Nicht nur Worte, sondern Taten. Engagement Survey Results, genau, sehr gut. Man braucht nicht über Diversity sprechen, das passiert einfach. Wertschätzung, Menschen nicht in Schubladen stecken, offene Diskussionskultur, Arbeiten auf Augenhöhe, psychologische Sicherheit. Ich kann mich einbringen, ich werde gehört. Wertschätzung kommt sehr oft. Werde eingeladen, meine Expertise ist gefragt. Alle ziehen an einem Strick, wir haben eine offene Feedback-Kultur. Eine gute Arbeitsatmosphäre, motivierend. Ich lerne täglich was Neues dazu, eben durch die Vielfalt, die da ist. Wir haben ein gutes Arbeitsklima, eine Magerwiese mit großer Biodiversität, um eine Metapher zu zitieren, hier sehr schönes Bild. Respekt, super. Vielen Dank. Das war jetzt nur so ein ganz kleiner Teaser, um ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, was ein wichtiger Schritt ist. Über diesen Diskussionsbedarf kommen Sie nicht hinaus, quasi sich zu verständigen, was verstehen Sie denn unter einer inklusiven Kultur und woran machen Sie das fest? Wenn Sie hier ein gemeinsames Bild entwickelt haben, wird sich das irgendwo in Policies oder Spielregeln niederschlagen. Je nachdem verschriftlicht, visualisiert in irgendeiner Form und entsprechend dann auch neue, vor allem neue Mitarbeitende, die ins Unternehmen kommen, entsprechend auch sensibilisiert werden auf dieses gemeinsame Bild von Inklusion, das sie erarbeitet haben. Also das ist ganz, ganz wichtig und das ist der Mehrwert. Das kann man heute sehr gut mit Großgruppentechniken machen und entsprechend auch wirklich breit von den Mitarbeitenden abholen, was für sie gelebte Inklusionskultur bedeuten würde.
wichtig ist, und eine oder zwei Rückmeldungen waren auch in diese Richtung, dass das auch irgendwie gemessen wird. Sie wissen alle, was wir nicht irgendwo evaluieren, messen, nachverfolgen, wird am Schluss, am Ende vom Tag nicht gemacht. Also sozusagen, wie können wir das auch evaluieren in einem Employees Engagement Survey zum Beispiel oder in so kurzen Pulsmessungen immer wieder, vor allem wenn Sie Maßnahmen setzen, die Richtung mehr Inklusion gehen sollen, dass man das dann auch evaluiert. Hat das eine Wirkung oder ist das jetzt irgendwie verpufft? Haben wir nur quasi als D&I-Expertinnen oder im HR gemeint, das sei eine gute Sache, hat aber nichts bewirkt, und eben entsprechend hier wirklich auch den Puls immer wieder messen. Ich komme zum nächsten Thema. Also neben diesem gemeinsamen Verständnis, was Inklusionskultur sein kann, ist dann die zentrale Frage auch der Strukturen und Prozesse. Wir hatten heute schon bei Jamie eine Frage, die genau in die Richtung gegangen ist, sozusagen zu reflektieren, wie denn uns gewisse Strukturen und Prozesse auch allenfalls einschränken oder so. Aus der IT weiß man das, diesen Lock-in-Effekt. Ich komme dann nicht mehr ganz raus. Ich bin dann da ein Stück weit verhaftet, und das prägt auch, wie ich dann partizipiere, wie ich vorwärts komme in einem Unternehmen. Und hier möchte ich Ihnen eben im Sinn von Food for Thoughts ein paar Gedankenanstöße mitgeben. Das eine ist, ich glaube, wir sind alle dringend aufgefordert, in den Unternehmen zu reflektieren über Karrierewege, über berufliche Entwicklungswege. Wir sehen aus den Auswertungen des Gender Intelligence Reports, dass fast die Hälfte der Beförderungen im Alter von 35 bis 40 passiert oder von 30 bis 40. Also in diesen Rush Hours of Life, die gerade jetzt bei Frauen einfach auch sehr, sehr kritisch sind. Und es macht aus meiner Sicht null Sinn, dass wir dann mit 45 den Karrierepeak erreicht haben. Was machen wir denn bitte die nächsten 30 Jahre? Also das Pensionsalter wird weiter steigen. Ich glaube, da sind wir uns mehr oder weniger alle einig. Also was macht es für einen Sinn, wenn ich meinen Karrierepeak bei 40 habe und dann 30 Jahre lang quasi nur kämpfen muss, dass ich meine Privilegien nicht verliere? Da komme ich dann nachher gerade zum nächsten Punkt, Führungsverständnis. Also wenn ich, eine Kollegin von mir, Elisabeth Michlialde, hat mal so schön gesagt, wenn ich am Ende von meinem Leben auf meine berufliche Entwicklung zurückschaue, sehe ich mit Sicherheit ein Muster. Aber auf dem Weg erscheint es eben vielleicht dann nicht so ganz Mainstream und ein Patchwork und dann habe ich dieses und jenes ausprobiert. Aber wenn ich zurückschaue, sehe ich durchaus ein Muster. Und insofern, um diese Metapher aufzugreifen, mehr Richtung Mosaikkarrieren, mehr Richtung Wellenkarrieren, wo ich rauf und runter fahren kann, wo es nicht einfach wie beim Ideal Worker einfach konstant bergauf geht und es dann ganz schwierig ist, zurückzustecken, wenn ich aber schon nicht mehr kann, zum Beispiel. Also hier, glaube ich, ist noch ein bisschen Kreativität gefordert, und flexibles Arbeiten, das ist sicher angestoßen durch Covid-19 jetzt etwas besser geworden. Aber auch hier, denke ich, gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, um hier gute Modelle und Arrangements zu finden. Ich zeige hier AXA, weil die schon mehr als 10 Jahre Erfahrung haben mit Flexwork und entsprechend auch ja, die eine oder andere Sache, die nicht so gut funktioniert hat, vielleicht auch hinter sich gelassen haben, aber nur um zu zeigen, das geht nicht um Halbtagsjobs oder um irgendwelche starren Teilzeitpensen, sondern da ist sehr viel mehr an Variation möglich. Ich habe mich im Rahmen unseres neuen Aiming Higher Programms für Assistenzärztinnen, haben wir sehr viele Role Model Interviews geführt. Und unter anderem bin ich Annette Ringer und Ramona Cecchini begegnet, sind beide stellvertretende Chefärztinnen in der Chirurgie. Und siehe da, das geht. Beide schaffen seit mehr als 10 Jahren 80%. Und sie haben das so organisiert, dass immer eine arbeitet Vollzeit, alternierend, und die andere die nächste Woche 2 bis 3 Tage, je nachdem mit den Wochenenddiensten dann. Und in Bezug auf Patienten, Patientinnen haben sie ja 100%ige Stellvertretung. Also wenn Frau Ringer operiert und kann quasi die Person nicht fertig betreuen, bis sie ausgetreten ist aus dem Spital, übergibt sie der Ramona Cecchini und umgekehrt. Beide haben aber dann auch Bereiche, wo sie sich nicht stellvertreten, also die nur bei ihnen sind.
Und eben, man muss sehen, wie haben die das organisiert und das funktioniert und seit 10 Jahren prima und ihr Chef ist total happy, weil er hat immer jemanden vor Ort. Also auch hier genau das, was ich am Anfang über mich selber gesagt habe, dieses Jobsharing hat sehr, sehr viele Vorteile. Aber eben, es braucht je nach Situation eine andere Anpassung. Es gibt keine sture Regel, genau so musst du es machen, sondern eben in der Chirurgie, wo ich ja 7x24 Stunden quasi Verfügbarkeit am Ende vom Tag brauche, muss ich das anders organisieren als in einem üblichen 9-to-5-Job. Was ganz, ganz wichtig ist in dem ganzen Feld von inklusiven Strukturen und Prozessen, ist, dass wir das auch operationalisieren. Und Jamie hat heute in ihrem Vortrag 1, 2 Sachen in die Richtung angedeutet. Wenn wir sagen, wir wollen inklusive Führungskräfte, ein inklusives Mindset, dann müssen wir das operationalisieren auf ganz konkrete Kriterien und ganz konkrete Fragen, die wir dann auch evaluieren und eben entsprechend belohnen. Also einerseits auf einer sehr High-Level-Ebene muss Inklusion ganz eng mit der Unternehmensstrategie verknüpft sein, weil dann hat es auch das entsprechende Gewicht. Also es ist gut und in vielen Firmen ist es mit der HR-Strategie verknüpft, das ist gut, aber besser ist es, wenn es direkt mit der Unternehmensstrategie verknüpft ist. Da bekommt es noch mehr Gewicht, weil dann ist es im Core, im Zentrum vom Business offensichtlich wichtig. Dann Inklusionsziele für Führungskräfte und eben nicht nur Diversity-Ziele. Also eben, wie kann ich Inklusionsziele formulieren für Führungskräfte, sich zu engagieren als Sponsor, Mentor, Mentorin, teilzunehmen an einem speziellen Programm oder eben dann doch zu schauen, dass mein Team irgendwie diverser wird. Ja? Also entsprechend zum Beispiel Frühfluktuation runterzubringen, wenn sichtbar wird, dass bei mir im Team alle, die nicht ganz Minimis zu mir sind, sozusagen immer wieder relativ schnell gehen, dann bin ich offensichtlich ein sehr starker Excluder und muss hier entweder was dazulernen oder mir ein anderes Umfeld suchen. Und dann ganz wichtig eben in der Rekrutierung, Beförderung, Beurteilung, Inklusionskompetenzen auch zu evaluieren. Und ja, das braucht ein bisschen Hirnschmalz am Anfang, das ist aber einmalige Arbeit, die man macht. Und nachher hat man die Kriterien, man hat die Skalen, wie man beurteilt und dann wendet man die auch konsequent an. Biogen, darum habe ich heute bei Jamie auch das noch erwähnt, die haben das relativ systematisch umgesetzt. Und zwar im Rekrutierungsprozess, dass sie wirklich Kriterien haben, wo sie so versuchen, das Open Mindset zu erfassen, also entsprechende Fragenkataloge dazu. Sie machen auch sehr standardisiert immer die gleichen Fragen. Sie teilen die Fragen untereinander auf, also wenn mehrere Interviewer dabei sind zum Beispiel. Sie haben klare Ziele. Die Leute müssen, gerade die Neuen, müssen auf jeden Fall ins Onboarding-Training, wo das auch ein Thema ist. Und alle schon existierenden Managerinnen haben Mandatory Trainings hierzu gemacht. Und was man dann nicht vergessen darf, das ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Also wir müssen immer auch wieder kritisch mal innehalten und reflektieren, machen wir jetzt nicht gerade wieder neue Ausschlussmechanismen. Ja? Also wenn wir jetzt einmal umstellen auf mehr Inclusiveness, dann heißt es nicht, es ist jetzt für immer vorbei, wir haben das Problem jetzt gelöst. Wir müssen immer wieder mal reflektieren, bauen wir gerade wieder neue Grenzen auf und wir werden die immer wieder aufbauen, bewusst oder unbewusst. Ja? Wenn ich sie bewusst aufbaue, das ist immer mein Credo bei jedem Top-Management-Training, fine, no problem. Weil sie leben ja auch mit den Konsequenzen. Wenn sie sich das leisten können, ich bin die Letzte, die sie da judged. Aber wenn sie das unbewusst machen, dann ist es eben schwierig. Darum müssen wir es dann eben ins Bewusstsein bringen, zum Beispiel auch über Unconscious Bias-Trainings. Jetzt der dritte Punkt. Wir haben geredet über Inklusionskultur, über Strategien und Prozesse und entsprechend braucht es aber auch ein inklusives Führungsverständnis dazu. Und ich zitiere da gern meinen Kollegen Christian Pierce, der dieses House of Inclusive Leadership so für uns entwickelt hat und es vor allem in seinen Reverse-Mentoring-Programmen sehr stark einsetzt. Und in diesen 4 Stufen, ich habe hier jetzt einzelne Highlights rausgenommen, es ist wirklich ein erster Schritt, ich muss mir irgendwie Wissen dazu aneignen. Also, und das ist heute ja relativ gut zugänglich. Ich kann schnell was googeln, ich kann was nachlesen.
Ich kann vielleicht bei Kollegen, Experten, Expertinnen nachfragen, wenn ich eben nichts weiß zu dem Thema. Und das ist ganz normal, wir können nicht alles wissen. Ja. Was dann auch wichtig ist, dass wir O-Ton uns anhören. Also entweder wirklich von Kollegen, Kolleginnen direkt, die eben aus Minderheitengruppen sind oder eben zum Beispiel in einem männerdominierten Umfeld Frauen sind, weil sehr häufig ist für die, die in der privilegierten oder in der dominanten Gruppe sind, die sind sie dessen gar nicht bewusst, mit welchen Herausforderungen eben andere zu kämpfen haben in diesem System. Wenn ich jetzt nicht unbedingt meinen Kollegen oder meine Kollegin fragen will, dann kann ich auch Podcasts anhören, unter anderem zum Beispiel den von Fumi Kulahara, die wir am Freitag auch noch dabei haben. Sie hat eine Podcast-Serie gemacht zu Our Racism, wo Menschen erzählen, mit was sie konfrontiert sind in der Schweiz, im Alltag, in Bezug auf Rassismus und auch in den Unternehmen. Total spannend, richtig augenöffnend. Also wenn Sie Lust haben, klicken Sie da mal rein. Gewaltfreie Kommunikation ist was ich wärmstens empfehlen kann. Nicht nur im Business-Alltag, sondern das hilft auch mit den Kindern, mit der Familie, mit dem Partner, Partnerinnen und so weiter. Was auch wichtig ist, dass Sie, wenn Sie merken, da sind so Microaggressions oder bewusste Vorurteile da, dass man die anspricht, ausdiskutiert, schaut, wie kommen die zustande, woher kommt denn dieses Bild, dass irgendwer, der Teilzeit arbeitet, weniger leistungsfähig oder flexibel ist und so weiter. Und eben bei den Microaggressions finde ich es ganz wichtig, jetzt aus der Führungsperspektive, dass man rasch und klar und deutlich Stopp sagt. Ja. Wenn Sie als Führungsperson dann bei diesen Witzen mitlachen, nichts sagen, dann senden Sie sehr starke Signale aus. Also um Watzlawick hier zu zitieren, Sie können nicht nicht kommunizieren. Sie kommunizieren immer, ob Sie das wollen oder nicht, auch wenn Sie nichts sagen. Und wenn Sie in der privilegierten oder in einer privilegierten Position sind, können Sie entsprechend Ihre Stimme auch für andere einsetzen, die das vielleicht nicht sind, weil man Ihnen vielleicht eher zuhört als den Vertreterinnen und Vertretern der marginalisierten Gruppen. Es kann sein, Sie sind Mentorin oder Mentor, Sie sind Sponsor oder Sponsorin und so weiter. Oder ein klassischer Ally, Verbündeter, Verbündete. Ein inklusives Führungsverständnis braucht vor allem Reflexions- und Lernbereitschaft. Also ich muss einfach von mir auch ein Bild haben, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht die Beste, sondern ich bin wie alle anderen auch auf einem Lernweg. Das war auch so schön beim Assistenzärztinnenprogramm, kam eine Erwartungshaltung, ich möchte in dem Kurs lernen, wie ich eine tolle oder eine sehr gute Führungskraft werde. Und ich habe dann gesagt, ich bin 58, ich würde von mir nichts sagen. Ich bin am Ende von meiner Lernkurve angekommen. Ich lerne jeden Tag immer noch was dazu. Also das ist für mich ein kontinuierlicher Lern- und Reflexionsprozess. Aus meiner Sicht, um zurückzukommen auf den Menstruations- und Menopausenurlaub, ist die bessere Wahl, statt quasi nochmal ein Pflästerchen in eine Kultur reinzumachen, die nicht passt, eben einen größeren Schritt zu machen und zu schauen, wie können wir die Kultur, die Strukturen und das Führungsverständnis inklusiver machen. Das heißt, wir brauchen eine Kultur von Vertrauen und Offenheit und Respekt und Wertschätzung. Es muss doch bitte möglich sein, dass ich entweder anrufe oder am Morgen ins Büro kommen kann und kann sagen, Leute, ich habe nicht geschlafen, ich hatte solche Menstruationsbeschwerden. Wenn ich etwas dünnhäutig bin, es ist nicht persönlich gemeint. Es muss doch möglich sein. Dazu brauche ich keinen Menstruationsurlaub. Und wenn es mir richtig schlecht geht, dann bin ich sowieso krank und dann bin ich den Tag zu Hause. Dann brauche ich auch keine Erklärung abgeben. Ja. Insgesamt mehr Flexibilität hilft. Mir ist klar, dass das nicht überall geht. Aber dort, wo es geht und ich mir meine Arbeit einteilen kann, dann arbeite ich halt vielleicht an dem Tag nur 3 Stunden und am nächsten Tag 2 Stunden mehr. Wenn ich diese Flexibilität habe, hilft mir das auch schon. Und eben, wenn ich Führungskräfte habe, die mir auch zeigen, dass sie nicht perfekt sind, dass sie an ihre Grenzen kommen, dass sie mal überfordert sind, dass sie nicht alles wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben und sich entschuldigen und den korrigieren, dann hilft mir das auch eben. Dann habe ich das Gefühl, ich kann auch sagen, wenn ich mal nicht fit bin,
und entsprechend hier Verständnis kriege. In dem Sinn, die bessere Wahl ist Fix the System, not the women and the minorities, mit weiteren Pflästerli-Maßnahmen. Und damit bin ich am Ende und freue mich auf Ihre Fragen. Giulio, du hast den Chat etwas verfolgt. Ist dir gerade was aufgefallen? Ja, das google ich mir gerade jetzt ein bisschen. Also es ist einige Kommentare. Schauen wir, ob es einen spezifischen Fragen sind, aber noch nicht ganz oben. Gut, etwas, was man fragt, und das passt sehr, vor allem für das Ende der Woche, ist, wie kann man eine Inklusionskultur überhaupt messen genau? Wie könnte man das machen? Mit einer Mitarbeiterumfrage oder? Ja, das wäre die erste Frage. Also eben einerseits natürlich mit diesen großen mitarbeitenden Umfragen, die die Firmen in der Regel alle 2 Jahre machen. Da kann man es wie mit integrieren. Man kann spezifische Umfragen machen. Ich weiß auch, dass Firmen sehr umfragemüde sind. Ich finde deswegen auch diese kurzen Pulsmessungen sehr viel besser. Also wo sie eher in kürzeren Abständen 2, 3 Fragen im Intranet oder so freischalten und die Leute können direkt antworten. Und dann gibt es eine spannende Frage hier, weil so konkret, welche Inklusionskompetenzen könnte man aus den 3 bedeutendsten nennen? Wenn man nur 3 Kompetenzen hätte, dann müssten diese sein. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen, das muss ich gerade überlegen, ich glaube, es ist von Google. Die haben geschaut, was die best-performing Teams von den weniger gut performenden unterscheidet. Also wirklich rauf und runter analysiert. Und das Einzige, was einen signifikanten Unterschied gemacht hat, war, alle im Team hatten in etwa gleiche Sprechzeiten. Also das ist was sehr Einfaches, das Sie in der Führungsrolle machen können. Oder zum Beispiel einem Team sagen, wir achten uns jetzt mal drauf, weil Sie haben immer die Vielredner. Rednerinnen, das wissen Sie, und die Sie selten melden in einem Team-Meeting, und dass hier alle die gleiche Sprechzeit bekommen. Und wenn das am Anfang vielleicht auch noch Unbehagen bedeutet für die, die Sie selten äußern, denen wie hier würde ich tatsächlich eine Brücke bauen und zu sagen, ja, du kannst mir das auch irgendwie vorneweg schicken und wir können das dann im Team-Meeting aufnehmen. Solche Sachen, also das ist für mich eine Kompetenz wirklich in Bezug auf Kommunikation, dorthin zu schauen, kommen alle zu Wort, werden alle gleich gehört. Bei mir als Führungskraft reflektieren, wem höre ich mehr zu, wem schenke ich mehr Aufmerksamkeit. Wir haben ja auch das Problem, dass wir häufig, bringen wir die Metapher mit den kleinen Kindern, die am meisten quengeln, die kriegen die größte Aufmerksamkeit, die so konstant ihren guten Job machen, sehr zuverlässig sind. Denen schenken wir oft zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Also das wäre so ein Punkt, Kommunikation, Aufmerksamkeit, Redezeiten. Eine ganz wichtige Kompetenz ist, dass ich als Führungsperson auch eben sagen kann, da habe ich mich getäuscht, da habe ich einen Fehler gemacht und mich dafür entschuldige oder entsprechend eine Entscheidung korrigiere, ja. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Entscheidungen haben wir dann getroffen. Wir können sie in der Regel heute, nicht immer, aber oft auch wieder rückgängig machen. Und die allerwichtigste Kompetenz ist für mich Reflexionskompetenz. Also wenn ich völlig narzisstisch bin und nicht reflektieren kann und ich bin der Mittelpunkt der Welt, dann wird es schwierig. Da werde ich nie eine inklusive Führungskraft werden. Also das war ein wunderbarer Punkt für unseren Tie-In für morgen, Gudrun. Ich gucke aber vorher, ob wir noch weitere Fragen haben. Leute, bitte, Zeit ist um, aber vielleicht wollen die Leute noch die eine oder andere Frage, weil das ist der Vorteil, wenn man den letzten Slot hat. Man hat keinen Stress, wir können gleich noch die eine oder andere Fragen. Ja, leider ist noch keine Frage. Doch, vielen Dank. Jetzt kommen schon die Danksagungen. Gut drum. Leute, ich kann euch sagen, morgen wird spannend, weil das Thema Führung, das ist jetzt, was wir uns annehmen, weil genau das ist jetzt ein extrem wichtiger Aspekt. Und es bringt nichts, wenn nur wir als Mitarbeiter zum Beispiel diese Inklusionskompetenzen mit uns tragen. Wir wissen es ganz genau.
Wenn die Führung auch nicht mitmacht, da wird nichts passieren. Da eigentlich, da braucht es sehr, sehr stark. Und weil das ein dermaßen wichtiges Thema ist, wir haben sogar zwei Slots, wo sich genau das widmen. Klar, mit bestimmten Aspekten werden beleuchtet in den Führungskompetenzen, aber das sind wirklich zwei Slots für das. Den einen ist morgen. Morgen haben wir nur einen Slot so in diesem Format. Das ist der erste, um 10 Uhr mit Stefan Böhm und eben genau Führungskraft oder Training inklusive Führung. Das, so heißt sein Slot. Und am Nachmittag haben wir dann der Gender Intelligence Report, hoffentlich mit mehr als 1% wie letztes Jahr. Das werden wir sehen. Bin gespannt. Das werden wir morgen sagen, genau. Und vielleicht noch anstehende Veranstaltungen jetzt aus unserer Sicht, falls Sie Lust haben, einen Logip-Workshop in Französisch zu machen, finden Sie den Anmelde-Link hier. Die zweite Durchführung vom Assistenzärztinnenprogramm, auch hier gibt es Info-Events. Und Jamie hat im nächsten Jahr, da gibt es noch ein bisschen Zeit hin, aber vielleicht schon Save the Date Anfang Juni, den Swiss Leadership Inclusion and Diversity Summit geplant. Und für alle, die schon ein Jahr im Voraus denken, Save the Date für das nächste Jahr, können Sie schon in der Agenda eintragen. Die nächste Diversity und Inclusion Week von 11. bis 15. September. Gut. Wunderbar. Gut, dann zack. Mit dem bedanke ich mich bei allen sehr, sehr, sehr. Und bin gespannt auf morgen, Leute. Morgen geht es weiter. Um 10 Uhr treffen wir uns hier. Um 10 Uhr, wie immer, tue ich hier schon wieder nochmal unseren Link. Oder nicht, dass man da verpasst. Vielleicht ist die eine oder andere Person erst jetzt gekommen. Also erst jetzt, erst zu diesem letzten Slot. Hier ist der Link, wo man unseren Treffs findet. Und da wird spannend. Also morgen Thema Führung, danach GDI Report. Und der Rest der Woche kommt noch, aber eben immer mit diesen Verbindungen da. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und genießt es. Tschüss miteinander. Ciao miteinander. Schönen Abend.